Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Factorio. Ja, letztes Mal waren wir so weit, dass wir Eisenplatten machten und hier war jetzt das Problem, dass wir hier Eisenrohre eigentlich brauchen, die er aber nicht ablegen kann. Deswegen müssen wir da irgendwie was umbauen. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen das so, dass wir hier so machen und dann wieder so ein Teil da, so ein Sag schon. Gibt es einen Namen für? Teilerfließband produzieren. Nicht genug Komponenten, Eisenplatten brauchen wir und Elektroteile. Wie viel davon? 5 und 5, alles klar. Müssen wir uns die mal gerade irgendwo wegholen. Gucken wir mal hier rein. Nix. Doch, Eisenplatten sind. Jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Da. Nehmen wir mal mit. Und Elektroteile fehlen uns dann noch. Die sind aber nicht vorhanden. War hier oben noch irgendwo eine Kiste? Da. Und da ist voll. Dann nehmen wir mal die Elektroteile raus. Dann hat er wieder Platz zum Arbeiten. So, und dann produzieren wir den mal gerade. Da unten ist er jetzt. Und der muss da rein. Ach so, wir müssen erst das Band da rechts unterbrechen. Und dann geht's. So, dann nehmen wir den weg und bauen den da unten hin. Er hat jetzt keinen Strom, super. Ne? Ja. Brauchen wir ein paar. Machen wir da ein. Und den legen wir da ein. So, und schon passiert's, dass dieses Teil bauen kann. Und wenn wir schon dabei sind, dann richtig mal rein. So, und hier unten ist unser Automobil, ne, was gebaut werden soll. Da brauchen wir den Motor für und da fehlen Eisenzahnräder. So, jetzt gucke ich gerade. Sehe ich irgendwo noch Zahnräder kommen? Da werden sie nicht gebaut. Ich glaube, die werden hier oben irgendwo gebaut, ne? Ne, dann hier. Da werden sie gebaut und da fehlen auch die Eisenplatten, ne? Sind denn welche im Anmarsch? Ja, da kommt eine Platte. Läuft gerade, da ist auch eine schon. Und hat er auch geholt. Die zweite auch. Und schon werden Zahnräder produziert, alles gut. Und da kommen jetzt auch mehr Zahnplatten. Zahnrad, da ist ein Zahnrad. Das ist aber gerade durchgeflutscht. Ach so, nee, das war auch nicht da oben. Das Zahnrad war hier, ne? Genau. Okay, da kam das Zahnrad und schon läuft's. So, Forschung können wir eigentlich auch wieder machen. Militär. Na. Ja, forschen wir das, oder? Nicht verfügbar. Ja, komm. Ermöglicht Scheinwerfer. Ermöglicht das. Ja, machen wir das doch erstmal. Bevor da gar nichts passiert, oder? So, Rohre werden ohne Ende produziert. Okay, wir hatten ja auch was reingetan. Hier wird auch ordentlich reingelegt. Okay, das läuft gerade. Zahnräder hätten wir auch noch hier gehabt. Rohre sind genug da.
Warten wir kurz ab, bis der grüne Balken voll ist. Okay, dann produziert er auch noch eins, aber das Auto ist schon fertig, so wie das ausschaut. Oder nee, das ist Verteidigung hier. Ja, forschen wir den Scheinwerfer mal. Ja. Da fehlen uns noch weitere Motoren. Stahlträger, Eisenplatten. Ja. Der hängt natürlich hier jetzt fest sozusagen. Kann ich es da aufnehmen? Wo ist jetzt der Motor da? Jetzt habe ich den Motor. Einen von 8 haben wir jetzt. Okay, da hängt natürlich schon wieder was dran. Ne? Jetzt haben wir 2. Okay, da hat er den Motor gleich mit aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob noch mehrere im Umlauf sind. 3 haben wir jetzt, ne? Ja. Okay. Den haben wir auch. Es wird weiter produziert sogar noch. Wie es aussieht, läuft es gerade, ne? Jetzt haben wir das Falsche aufgenommen, alles wahrscheinlich, ne? Ja, lass uns erstmal die Motoren alle aufnehmen. Und, na, die Eisenplatten sind auf der anderen Seite unterwegs. Kriegen wir aber auch noch hin, ne? So. Läuft aber. Eisenplatten kann ich auch oben gleich rausnehmen. Da war irgendwo noch 100 Stück, meine ich. Irgendeiner Kiste. Entschuldigung. Können wir gerade mal hochlaufen und gucken, wo das ist. Ich meine, hier in einer der beiden Kisten wäre noch Eisenplatten drin gewesen. Da sind sie auch. Motoren sind aber nicht mehr da. Dass sie aus Versehen welche eingeladen worden sind. Ich sehe jetzt auf die Schnelle auch nicht unbedingt welche, ne? Aber passt schon. Den haben wir auch weggenommen. Oh, wir haben schon alle 8. Jetzt waren noch 5 Stahlträger, 4 Stahlträger sogar nur noch. Da oben lag auch einer drin, meine ich. Können aber auch mal hier gerade reingucken. Guck mal, wie viel da sind. Ups. So. Und Auto produzieren. Jetzt brauchen wir Treibstoff und Kohle in das Auto. Dahin. Ne, da oben hin. Und dann sind wir im Auto, ne? Ja, haben wir geschafft, oder? Wunderbar. Ja, dann der nächste Level eigentlich gleich dran. Ne? Gucken wir mal gerade rein. Ich komme zu spät, sagt er. Okay. Alle sind tot. Auch okay.
Die Beheimateten-Level sind scheint sehr viel gefälliger zu sein, als ich dachte, ja. Trotz der großen Schäden konnte ich versuchen, die Basis wieder aufzubauen. Wenn es mir möglich wäre, das Schienennetz zu reparieren, könnte ich auch auf entfernte Ressourcen zugreifen. Jo, das sieht natürlich krass aus, ne? Ja, ich müsste diese Basis wieder aufbauen. Ja, das sieht krass aus hier. Zoomen wir erstmal rein. Das hier ist eine Verteidigungsanlage. Ist die denn intakt? Sieht wohl so aus, oder? Boah, da sind aber viele Viecher gewesen, ne? Hier fehlt es irgendwie an Strom. Ich glaube, wir müssten mal gucken. Stromleitungen sind da. Oh, das sind aber riesen Überlandleitungen. Und wo kommen die her? Die ist hier zu Ende. Da geht sie noch. Okay, ich weiß nur nicht, ob sie hierher kommt. Kam die hierher? Ich weiß es nicht. Sieht nicht danach aus. Ich glaube, das war hier. Da ist noch ein Strommast. Mal gucken, wo der Strom herkommt. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt in die falsche Richtung unterwegs sind, ne? Komm schon. Da ist Strom. Oder hier fehlt es auch an Strom, sagen wir es mal so. Ist aber auch jetzt nicht unbedingt hier. Ja, da sind wir in die falsche Richtung, ne? Das heißt wieder zurück. Ja. Laufen wir hier runter, jetzt wird es auch noch dunkel. Besser, wenn wir an der Bahnlinie langlaufen. Ich glaube nicht, ne, oder? Ist ja egal. Wahrscheinlich ist es da rechts, wo das Blaue ist, also das Wasser ist. Wahrscheinlich ist da der Strom gegeben. Ja, hier geht auch Strom lang. Oh, hier sind Solarzellen, oder? Das hat hier alles Strom, ne? Das bedeutet, dass ich hier eine Verbindung herstellen muss. Und jetzt Strom hier hin. Hier ist aber auch kein Strom. Weil ich habe doch da oben das Solar. Ach, es ist dunkel, deswegen ist jetzt kein Strom da. Also hier haben wir Dampfmaschinen. Aber wie sollen die befeuert werden? Hier ist auch Wasser. Ach so, hier sehe ich schon, das ist eine unterirdische Leitung nur. Ach, die geht darüber. Okay. Das ist eine Wasserpumpe. Was ist denn der Stand der Dinge bei der Wasserpumpe? Die ist okay. Die auch.
Wo fehlt's hier dran? An den Förderband erstmal, okay. So, dann läuft schon mal wieder das. Da unten wird auch gefördert. Und da ist glaube ich auch noch kaputt, ne? Ja. Also alle könnten hier rein, theoretisch. Aber das Wasser muss da erst weiter fließen. Und da machen wir auch einen hin und schon läuft was. Aber da geht's nicht weiter. Gute Frage, warum nicht, ne? Könnten hier noch diese Roboter hinstellen. Da auch noch ein. So, dann laufen die eigentlich. Ist überall was, ne? Temperatur 42, das ist zu schwach. Wie sieht's denn weiter mit der Produktion aus? Hier läuft nichts mehr in dieser Richtung. Da fehlt's am Strom. So, Strom ist wieder da. Noch da drüben. Achso, das ist nur, weil da jetzt keine Verbindung untereinander ist. Ist jetzt aber auch nicht so entscheidend erstmal. Hier ist kein Strom. Aber die Leitung ist da. Achso, die wollen nur was anderes haben. Gute Frage, wo das alle, oh, das ist ja hier. Krass, okay. Ja, da ist ein Riesenfeld, was erstmal bedient werden will. Hier dreht sich nichts mehr. Leistung, verfügbare Leistung. Mussten die sich, pumpen die hier nicht eigentlich? Oh. Sieht wohl so aus, dass die dann doch nicht sich bewegen. Okay. Soweit, so gut, würde ich erstmal sagen. Hier läuft es ja noch. Ich würde jetzt fast sagen, wir bauen den mal da ab. Obwohl, sehe gerade, spielt ja gar keine Rolle. Der hätte auch da funktioniert, ne? Na komm, wir sollen den ja nicht abbauen, sondern aufbauen. Dann lassen doch da. Gut, aber ich denke mal, jetzt machen wir hier gerade eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.